Und um jetzt die Klammer zu schließen zwischen Top-Transfers, die getätigt worden sind, und jungen Talenten aus den eigenen Reihen. In den ersten 2 Wochen haben alle über Harry Kane gesprochen, der getroffen hat. Jetzt vergangenes Wochenende, am Samstag, war es dann das, ich nenne es mal Eigengewächs, Mathys Tel, der Youngster, der auf heißen Kohlen sitzt. Eigengewächs ist aber schon ja, sehr, sagen wir mal sehr so. rein interpretiert. Man möchte ihn noch schleifen, diesen Rohdiamanten, und dann als Eigengewächs verkaufen. Er war der Mann, der das Spiel entschieden hat, der die 3 Punkte gesichert hat. Wird er in dieser Saison die Möglichkeit bekommen, nicht hinter, aber vielleicht manchmal auch mit Harry Kane weiter zu reifen und zu einem gestandenen Bundesliga-Profi zu werden? Also seine Anlagen sind unbestritten. Jetzt hat man den 100-Millionen-Mann Harry Kane. Man hat schon ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung, wir haben es jetzt bei Ryan Gravenberch gesehen, den man auch wieder nach kurzer Zeit weggegeben hat, weil man einfach keine Verwendung für ihn hatte oder ihm nicht die Spielzeit einräumen konnte, die man ihm hätte geben müssen. Läuft er da ähnliche Gefahr bei dem Riesenpotenzial, was er eigentlich hat? Ich glaube, für ihn war wichtig, dass er jetzt das Tor gemacht hat. Denn die Einwechslungsfolge am Wochenende in Gladbach war ja, Choupo-Moting kam vor Mathys Tel auf den Platz. Und es ist immer gut für gerade für so junge Spieler, und Tel hat aus meiner Sicht auch ein Riesenpotenzial. Der braucht halt auch das Vertrauen. Ich glaube, dass er auch mal mit Kane spielen könnte. Also um Kane herum, weil er ist ein etwas anderer Spielertyp ist. Kane ist schon jemand, der auch im Zentrum ein, zwei Leute immer bindet, weil er eben präsent ist, weil er kopfballstark ist. Tell ist ein sehr beweglicher, schneller, aber auch körperlich starker Spieler. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden mal zusammenspielen. Und für mich wäre Tell, Entschuldigung, auf jeden Fall die erste Einwechseloption und nicht Choupo-Moting. Werden wir mal beobachten, wie dieser junge wilde Mann sich entwickelt in der Bundesliga.